So, dann mal ein bisschen vor. Weil hier steht ja wirklich ein Auto. Die Leute werden es gar nicht zeigen. Oh, die armen Menschen. Wenn du dir das vorstellst. Den einbauen will er nicht, den Spitzer, was du da noch hast. Wo? Der da hinten drin liegt. Hat der vielleicht noch einen Ast oder so? Kann natürlich sein. Oder ja. Zu lang? Oder zu lang. So genau sehe ich das nicht. Ja, zu lang könnte auch sein. Ja, sicher ist ja zu lang. Macht Sinn. Ja. Beide aufgekloppt, oder? Ja. Passt. Dann fahren wir mal abladen. Gurte drauf. Autoladen stoppen. Machen wir mal. Mal gucken, wie viel Geld wir jetzt verdienen. Weil letzte Fuhre war 20.000. 19.000, ja. 20.000. Man bleibt erstmal mitten auf der Straße stehen. Ja. Aber der Verkehr will auch nicht weiterfahren. Wir sind so geschockt von dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Genau, deswegen. Ach Gott, wie wir das Holz geladen haben, das geht immer gar nicht. So. Alt rechts? Das ist cool. Was? Ein bisschen alt rechts, gell? Ja. So, linke Seite entladen. Waren. Hallo, möchten Sie gerne weiterfahren? Ich bin zwar über Ihre Scheibe gelaufen. Wenn du das im Real-Life machen würdest, hättest du das Auto überhaupt Stand. Was hättest du? Wenn du dich auf die Motorhaube stellst, bricht da die Motorhaube nicht zusammen. Nee, nicht unbedingt. Das ist schon ein bisschen stabil, aber bei den ganzen sie neuen. Stellt sich ein. Das kann passieren, ja. Immer darauf an, was die, wie die gebaut sind im Mund. Auch. So, wo es mir gefällt. Da fällt er. So, da ist schon einer. Das heißt, wir brauchen linke Seite. Mit B tun wir starten. Da fahren wir hier lang. Bleib hier, Baum. Heiß und nett. Wo steht nicht denn fest? Hallo? Berg hier oder was? Echt jetzt wegen Gewicht vorne? Was soll denn der Mist? Was wegen Gewicht vorne? Ja, das Gewicht. Mein Frontgewicht hängt am Berg fest hier. Finden wir nicht diese kleinen Holzstückchen? Kann den nicht aufladen, den Baum da drin. Ne, da kommen wir nicht ran. Check schon wieder fest. Also ich gehe jetzt echt gleich einen LKW kaufen. Danke. War eigentlich nicht geplant, aber ich komme ja hier nicht mehr weg. Dann warte halt, bis der Baum weg ist. Das hat nichts mit dem Baum zu tun. Das ist mit dem Hügel. Ich würde ja fällen, damit du dich bewegen kannst. Rechte Seite. Wenn ihr da nicht. Mag er nicht. Jetzt geht's. Okay.
Das größte Problem ist halt, dass ich da vorher nicht hinkomme. Man fährt einfach über den Baumstamm drüber. So. Er hat was mitgenommen. Den kriegen wir auch noch mit. So, jetzt weiter vorkommen wir nicht mehr. Schauen wir mal, rückwärts hingekommen. Oh, wir stehen wir irgendwo an. Tun wir mal Ladung sichern. Komm ich hier durch. Mit Schwung, mit Schwung, mit Schwung. Yeah. Also der Baum ist auch im Fallzustand. So, linke Seite. Na, vielleicht fällst du nicht weiter hier in diesem komischen Hügelgebiet. Und nicht auf mich drauf. Weiß doch nicht, wo du überall stehst. Der Typ. Du kannst hier nicht mal 5 Minuten lang fällen, ohne dass du vom Baum runtergeschmissen wirst aus 2 Meter Höhe. Allein schon, ach Gott, ach Gott. Ist. Also ich finde die Map kacke, da gibt es keinen gescheiten Wald. Wir müssen einen schönen Wald machen, der auf der Geraden ist. Das ist aber die einzige reale Welt für Alice-17. Wir müssen uns halt mal selbst ein... Ich glaube, ich werde mich dann hinsetzen und die Map, also einfach die Standard-Map hier nehmen. Und einen schönen Wald noch reinzaubern. Du wirst dich da hinsetzen, der Typ, der immer so viel Zeit hat. Ja, ich weiß. Deswegen ja. Verstehst du? Genau deswegen. Genau deswegen, dass du das machst. Naja, ich schneid schon. Was ist mit meinen? Warum schneidet er meine durch? Ich weiß nicht, ich habe auch nur geschnitten, um... geht auch nicht, das ist auch zu lang. Soll ich auch mal in der Mitte zu kürzen? So. Einfach fahren. So. Ach, da die hier. Irgendwie, das haben wir ja auch hier drüben. Jetzt warten wir mit dem neuen Bäumesteher. Tun wir mal das, was wir da haben, mal aufsammeln und dann gehen wir irgendwo anders hin. Das hier ist katastrophal. Nur zu meckern immer. Nur zu meckern. Kann ich dir den auch anfassen? Ich kann den sogar anfassen. Moment. Geil. Das ist nice. Einfach nur neben den Hänger. Ja, das siehst du, ich kann ja mit dem Schlepper nicht fahren. Vor allem das Auto, das steht immer noch da. Gut, wir haben ja auch einen Baumstamm wieder rumliegen. Es sind ja auch noch viele nicht gekürzt, das muss man ja auch mit dazu sagen. Kürz mal, alle. Oh Gott, denke ich hier fest. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich nicht rückwärts fahren kann mit diesem scheiß Tolle? Ich glaube, das können wir alle nicht. Es gibt doch bestimmt Leute, die das können, nur ich ganz nicht. Du war nicht. Man, in Real Life, ja. In Real Life geht's. Wo stehst denn du jetzt? Ich wollte hier so eine Kurve fahren, damit ich da einmal umdrehen kann. Was machst du denn hier? Der bringt mir die Bäume. Ich versuche den Verkehr in Ordnung zu bringen und das Vehikel will trotzdem nicht fahren. Ja, weil hier auch noch Bäume liegen. Ja, bin ich auf der Straße. Ja, vielleicht erkennt er die irgendwie. Deswegen bin ich ja hier, so endlich. Ich muss sagen, wir machen das schon sehr toll. Ja, aber also trotzdem irgendwie filigran. So. Sieht schon mal nicht schlecht aus, insgesamt hier, diese ganze Fläche. Na komm, nehmen wir mit. Auf den an der Straße, ich glaube, das ist der letzte. Ja, ich stecke hier wieder fest. Also hier. Stell mich mal einfach mal akkurat drauf.
Alter, dieser Hügel hier, gell? Das ist einfach nur Katastrophe mit dem Schlepper, ey. Da ist auch noch ein Baum hinter mir. Im Feld rein, der gerade gekürzt. Feld rein? Hier ist ein kleiner, aber den bereit auf. Ja. Liegt halt wirklich ins Feld rein. Was? So ist ja auch. So, er zeigt dir auch Nadel an, von wo du misst. Okay. So, jetzt haben wir rechts heute. Wir schauen uns das noch nie an, nur er zeigt dir eine Nadel an. Ja. So. Von was abkippen und dann müssen wir aber gucken, was wir da machen. Und zwar haben wir jetzt schon wieder 90.000. Ging schnell. Ja, trotzdem stehen die Autos hier Schlange, warum auch immer. Keine Ahnung. Kannst du mal ganz kurz Verkehr aus und wieder einschalten? Na, kann ich ja noch machen. Wir wollen abladen. Linke Seite. Der jetzt Beauftragter, hier kommt keiner vorbei. Weißt du nicht? Ich schlitter's wieder auf. Muss ausschalten. Ja, ich wollte testen, ob man da vielleicht cheaten kann, dass man Geld kriegt, ohne dass man. Geht aber nicht. Ja. Verkehr aus und ein ging oder Einstellungen. Fahrzeug verkaufen, nee, doch nicht. Drück. Halt ganz normal mit den Einstellungen, wo du einen Namen festlegst und verdorren und. Ja, ja, Zeitverkehr aus. Mal speichern. Und Verkehr wieder ein. Speichern. Ah, speichern, nein. Okay, dann hat nicht. So, passt. Sind auf jeden Fall weg. Gut. So. Na, jetzt haben wir halt nicht viel bekommen durch die Fuhr. Was? Die Fuhre hat uns nicht viel gebracht an Geld. Wieso? Achso, doch. Wir haben nur jede Menge Ausgaben. Auch mal in die Finanzen schauen heute. Wo ist denn hier die Einnahmen? Verkauft das Holz 40.000. Mietkosten Fahrzeug 45.000. Neue Fahrzeug 40.000. Also verkauft das Holz 40.000, das so. Also wir haben genau. Wir nicht eingenommen heute. Ne, 40.000, 41.000 ausgegeben für Fahrzeuge und 40.000 eingenommen. Einnahme pro Jahr haben wir noch 11.000 drin. Mal schauen, wie ich das dann rauskriege, die ganze Zeit. Ganz Finanzsystem auslesen. Das wird geil. Einnahmen BGR 11.000. Ja, so. Mietkostenfahrzeuge sind halt 45.000. Das sollte man halt irgendwie mal ein bisschen reduzieren. Reduzieren. Ja, das Problem ist, wie willst du das reduzieren? Die Fahrzeuge zurückgeben. Und ja, kaufen. Ja, gib sie zurück und kauf sie. Ich hab kein Geld. Eben. Ja, auch nicht. Ich weiß nicht mal, wo sieht man eigentlich, welche Fahrzeuge gemietet sind. Muss ich da mal alles herausfinden. So, wie machen wir das jetzt wegen Holz? Ich und mein Holz. Ja, mein Holz. Wo ging eigentlich der Shop auf? Auf P. Garage. Oh, haben wir da auch gemietete Fahrzeuge? Ja, oben kannst du dann also, gemietete. Sag mal, wir haben halt. Wo sieht man, wie viele Kosten wir haben? Also das ist. Ja, oder? Ja, wir haben halt relativ viel gemietet, ja. Zurückgeben, nein. Das ist an und. Kann man den kaufen, indem wir. Das geht wahrscheinlich gar nicht, gell? Nein, mal von dem großen Zeugs aufgehen. Das heißt, den Schlepper und den Mähdrescher. Der Mähdrescher wird wahrscheinlich am meisten kosten. Ja, das sieht man aber irgendwo unter Escape drin, warte mal. Das ist nirgendwo aufgeschlüsselt, das ist halt das Problem. Doch. Achso, nee. Doch,